Spielt es eine Rolle, welchen Weg wir gehen, wenn wir am Ende immer wieder vor uns selber stehen? Du. Ich. Du und ich. Deine und meine Welt. In diesem Knoten untrennbar miteinander verbunden sind. Man kann die Knoten nicht lösen. Alles wird auseinanderbrechen. In deiner Welt und in meiner. In dieser Welt genauso wie in deiner. Wieder und wieder. Ein Faden. Ein roter Faden. Rot wie Blut. Der unser aller Tun verbindet. Der all unsere Leben miteinander verbindet. Wenn wir wüssten, wie die Dinge enden, würden wir trotzdem die gleichen Entscheidungen treffen. Oder würden wir andere Wege einschlagen? Wir kennen unser Ende nicht. Aber unser Ende kennt uns. Wir können uns der Illusion des freien Willens hingeben. Irgendwann musst du dich entscheiden. Das Spinnrad sich dreht. Runde. Um Runde. Für uns oder gegen uns. Aber unserem endgültigen Schicksal entkommen wir nicht. Ist diese Welt zu dem gleichen Schicksal verdammt wie deine? Die Dinge passieren. Vielleicht nicht auf die gleiche Weise. Bist du eigentlich sicher, dass du nicht adoptiert bist? Bist du eigentlich sicher, dass er nicht adoptiert ist? Frühstück. Mama, ich bin im Hungerstreik. Aber ich... Ey, du Arsch! Wer zuerst in der Schule ist. Oder zur gleichen Zeit. Aber sie passieren. Aber es muss passieren. Es wird wieder passieren. Es wird wieder passieren. Es wird wieder passieren. Nichts ist umsonst. Kein Atemzug. Kein Schritt. Ich hab's euch immer gesagt! Kein Wort. Jonas, bleib schon! Lass dich hier nicht erblicken, Mann! Kein Schmerz. Verpiss dich! Alles wiederholt sich. Wieder. Und wieder. Bis zur Unendlichkeit. Weil keiner von uns bereit ist, loszulassen. Ich weiß, dass ich sterben werde. Aber sie werden alle sterben. Alle werden sterben. Und wozu der ganze Aufwand? Am Ende sterben wir eher. Warum sterben wir? Was ist der Tod? Nur ein Teil eines Spiels, von dem du immer noch nicht weißt, wie man es spielt. Und könnten wir ihm entkommen, wenn wir wüssten, wann er uns erwartet? Uns allen ist eine Wahrheit gemein. Am Ende bekommen wir alle, was wir verdient haben. Die ganze Zeit habe ich das gemacht, was die anderen gesagt haben. Ich habe die Schnauze voll davon, immer irgendwas zu müssen. Ich kann das nicht mehr. Lieber Jonas. Lieber Jonas. Wir machen eine Lüge zu unserer Wahrheit, um zu überleben. Versuchen zu vergessen, dass es nicht mehr geht. Doch dafür müssen wir Opfer bringen, um den Knoten am Ende zu lösen. Man kann die Knoten nicht lösen. Aber schneiden kann man sie. Mit scharfer Schneide. Und doch bleibt etwas zurück, das man nicht schneiden kann. Ein unsichtbares Band. Ein unsichtbares Band. Du und ich. Du und ich. Adam und Eva. Wir teilen diesen Schmerz. Oder? Manchen Schmerz vergisst man nicht. Manchen Schmerz vergisst man nicht. Wir tragen die gleichen Narben. Wir sind auf ewig aneinander gebunden. In diesem sich endlos wiederholenden. Bis du endlich bereit bist, loszulassen. Auch sie. Und trotzdem. Kannst du sie nicht gehen lassen? Die Zeit treibt ein grausames Spiel. Worauf wartest du noch? Die Zeit spielt ihr grausames Spiel mit uns. Egal, was du versuchst. Wir können unserer Bestimmung nicht entkommen. Das Schicksal spielt ein grausames Spiel mit uns. Und trotzdem werden wir immer glauben, dass es einen Weg gibt. Gegen den Knoten zu lösen. Dabei werde ich die Sympathie verlieren. Glauben wir also recht. Du hast immer noch nicht verstanden, wie dieses Spiel gespielt wird. Du bist tot. Du hast immer noch keine Ahnung, wie dieses Spiel gespielt wird. Die Toten sind niemals ganz tot. Sie sind vielleicht nicht hier und jetzt. Aber alles, was gelebt hat, lebt auf ewig fort. In der Unendlichkeit der Zeit. Das Leben ist ein Geschenk. Manche Geschenke kommen in unserem Leben unerwartet. Und doch sind es Geschenke. Du trägst beide Welten in dir. Dein Sohn. Er ist der Ursprung. Wer sind sie? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer sind sie? Wer bist du? Ich habe keinen Namen.
Aber ich habe damals deinen ausgesucht. Die Hölle ist leer. Und alle Teufel sind hier. Meine Mutter sagt, sie kommen in die Hölle. Die man wegmacht. Mama? Mama. Kenne ich sie irgendwoher? Sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Was ist das? Mama, lass das! Du kleine miese Stempel! Ich bin nicht deine Mutter. Du kommst aus der Hölle. Dich hat der Teufel geschickt. Du bist nicht echt. Ich hab dich weggemacht. Die Hölle ist das, was wir uns hier werden. Wahrheit ist ein seltsames Ding. Man kann versuchen, sie zu unterdrücken, aber sie findet immer ihren Weg an die Oberfläche. Siehst du das hier? Habe ich von meiner Mutter. Warum? Wer weiß schon, was in den Köpfen von euch Frauen vorgeht. Hast du manchmal auch das Gefühl, den Verstand zu verlieren? Checkst du nicht mehr ganz richtig? Wie verrückt ist. Aber das ist unmöglich. Das ist unmöglich? Das ist unmöglich. Ich verstehe nicht. Oder auch das tun sie. Du glaubst mir nicht. Es gibt Dinge da draußen, die wir mit unserem kleinen Verstand niemals begreifen werden. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Keine Ahnung, von wo du redest. Du weißt nicht, was du redest. Nicht jede Verbindung wird aus Zuneigung geschlossen. Ist es nicht eigenartig, dass wir die größte Abneigung den Menschen entgegenbringen, die uns am ähnlichsten sind? Ich habe mich all die Jahre gefragt, was er damit gemeint hat. Er hat gesagt, dass wir Freunde werden, bevor du mich verrätst. Sie hat uns alle belogen. Du lügst. Du hast nur gelogen. Ich weiß, dass du mich belogen hast. Die letzten Seiten, sie fehlen. Hier sind deine letzten Seiten. Sag mal, kapierst du denn nicht, dass sie dich nur benutzt? Du hast mich benutzt. Frag dich das noch einmal. Betrügst du mich? Ich weiß, was du treibst. Ich vermisse dich. Wo warst du letzte Nacht? Wovon redest du denn da? Wie lange geht das schon, hä? Gefickt hat er sie. Ich. Ich hab geglaubt, du bist harmlos, aber ihr seid alle gleich. Ihr glaubt, euch gehört die Welt. Ihr könnt euch alles nehmen. Ihr fresst und fickt und denkt, ihr seid Gott. Egal, wohin man geht, ihr seid die gleichen verfickten, selbstgefälligen Arschlöcher. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Aber jetzt hab ich's endlich verstanden. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Schön bist du. Schön bist du. Er hat gesagt, ich brauche niemanden. Ich brauche niemanden. Aber die Wahrheit ist, ihr braucht mich nicht. Keine von euch. Und das tut mir so Lust. Mama. Ich bin hier, Junge. Mama, alles, was wir getan haben, können wir Hand in Hand vor einem leeren Sarg stehen und endlich abschließen. Alles ist miteinander verbunden. Im Licht und im Schatten. Willkommen in der Zukunft. Ich habe versprochen, das alles wieder gut zu machen. Ich mache das wieder gut. Das verspreche ich. Ich mache es wieder gut. Vielleicht können wir sie retten. Um sie zu retten. Alle. Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Wir sind falsch. Das hier ist falsch. Das hier ist falsch, ja. Das hier ist falsch, ja. Du weißt, dass ihr unmöglich seid. Wurden sie gestraft für ihre Sünden? Im Hier und im Jetzt. Du und Eva. Ihr hättet niemals existieren dürfen. Alles, was Eva und du in diesem Knoten getan habt und immer wieder tun werden, habt ihr aus Liebe getan. Und doch habt ihr nichts außer Schmerz und Leid gebracht. Du lebst. Wir sind der Fehler. Du und ich. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Oder ein Fehler in der Matrix. Ein Fehler in der Matrix. Glaubst du, dass irgendetwas von uns bleibt? Was ist das, was wir dann sind? Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. Es hat uns nie wirklich gegeben. Wir passen perfekt zusammen. Tut mir etwas anderes.
Jede Reise hat einen Anfang. Deines endet hier und jetzt. Wenn die Welt eine Simulation ist, dann ist ein Déjà-vu ein Fehler in der Matrix. Oder eine Botschaft aus dem Jenseits. Ich glaube, ich finde Jonas einen schönen Namen. Ein Traum.